So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pack-Openings mit mir, dem Bengel der 10 Finger. Und heute die letzten Stunden, bevor das alte Team der Woche weggeht. Wir haben jetzt, Handy sagt, wir haben 20 vor 5 jetzt und wir haben jetzt auch die letzte Gelegenheit, dieses Team of the Week zu bekommen. Und das möchte ich unbedingt nochmal haben, weil es hier echt geile Spieler gibt. Ich meine, Ronaldo, Muriel, Gündogan in Form, Götze in Form. Dann ist das, wie hieß der, Thiago Alcantara. Ah, also es gibt da echt geile Spieler, die ich auf jeden Fall haben will. Boateng wäre da auch noch einer von denen, die ich haben wollen würde. Und ansonsten, ich habe hier John Rocher aus meinem Season-Ticket-Pack von meinem Hauptaccount gezogen. Heute haben wir, by the way, keine Kamera hier, weil ich das auf die Schnelle nicht hinkriege, leider. Und nebenbei leider noch was mache. Ja, ihr versteht mich jetzt falsch. Ich sitze jetzt nicht nackt vorm Rechner oder so, keine Sorge. Nackt vor der Playsy. Aber wie gesagt, es gibt da einige coole Spieler, die ich auf jeden Fall haben möchte. Rondo und da wäre da einer und Gündogan und Götze und Boateng und Ronaldo und Muriel. Und diese rechte Seite ist mir eigentlich komplett egal. Aber wie gesagt, würde ich mir halt gerne wünschen, irgendeinen von denen. Und ich möchte jetzt nicht lange drum rumreden. Ich hatte halt auf den Rise to Fame, Road to Glory Account noch 3000 FIFA Points. Und bevor die jetzt irgendwie umsonst dort die ganze Zeit lagern, dachte ich mir, komm, haust du nochmal ein kleines Pack-Opening raus. Ja, und den Man of the Match Müller, den gibt's ja auch noch. Von daher haben wir da eigentlich nicht sonderlich viel zu verlieren. Und ja, wie gesagt, legen wir einfach mal los. Paar FIFA-Points werde ich auf jeden Fall noch aufbewahren für hier Dingenskirchen. Kann ich eigentlich alles kann. Alter, jetzt habe ich wieder so einen verfickten Hänger. Für Team of the Season, das kommt ja jetzt demnächst raus. 4-3-2-1, auf jeden Fall behalten. So. Habe auch hier meinen Tauschstapel um 10 Plätze erweitert. Es wird auf jeden Fall nämlich interessant. So, Manager, Linkskarte. Oh, polnische Trikots. Oh. Warum nicht? Polnische Trikots, die sind grün und ich muss noch mein polnisches Silberteam bauen. Was ich mir bauen wollte. Ja, ich möchte mir ein polnisches Silberteam bauen. Für die Rise to Fame Road to Glory Serie. Und ja, haben mir halt viele empfohlen. Aber nee, nicht polnische Liga. Eigentlich was anderes. Ach egal, lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool und interessant. So Miguel Lopez, wer ist das denn? Kenne ich nicht. Irgendein Random bestimmt. Ja, sag ich ja. Ach, der war das. Aber das ist... Okay. Teamtraining, okay, die ist wenigstens ein bisschen was wert. Hamburger Wappen, oh mein Gott. Nichts gegen Hamburg, no hate, man, no hate. Ganz viele Vertragskarten, die ich auch mal benutzen könnte, wenn ich wirklich nur wollte. Ich muss auch mal die Parts hier länger machen, ne? Der Rise to Fame und Road to Glory, ja. Das müsste halt auch ein bisschen länger mal werden. Aber was soll's? Ziel von mir ist jetzt erstmal irgendeinen geilen Spieler zu ziehen. Soldado. Also Soldado ist auf jeden Fall ein 84er Stürmer. 4-5-1. Naja, 4-5-1 ist jetzt nicht so pralle für Soldado, denke ich. Also wir behalten auf jeden Fall mal Soldado. Ja, vielleicht kann ich den ja irgendwo gebrauchen, weil der Screen... Rafinha geht, glaube ich, auch ganz gut weg. 1000 Münzen oder so. Kann ich mir vorstellen. Brasilianer und dann auch noch Bundesliga. Immer wieder gerne gesehen. Ich meine, Bundesliga hat jetzt auch nicht so die tollsten Verteidiger. Lahm und Piszczek. Mehr fallen mir da so spontan nicht ein. Von den hochgerateten Spielern. Goldene Spieler. Diekmeyer gibt es natürlich auch. Diekmeyer ist eigentlich auch richtig geil. Aber sonst. Eher nicht so, ne? Aber ja, gucken wir mal. Alvaro Rios. Murphy, Sereno. Wow, hat der ein Muschi-Leckerbart, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da haben wir noch hier Kopf. Sani, okay. Ja, Frank de Boer als Trainer. Gerne in den Verein. Habe ich nichts gegen. Und sonst, ja, wenn ich die Vertragskarten nicht aufnehmen kann, dann muss ich die wohl oder übel verkaufen, weil für Vertragskarten gibt's da echt gute Münzen. Finde ich.
Wir sind auf der Autobahn. Immer dasselbe. Nein, was? Da habe ich mich gerade mitreißen lassen, ja, hier von FIFA. Und wir haben jetzt 6 Packs, 4 Packs geöffnet und da war bis jetzt nur Scheiße drin. Wir sind jetzt bei der Hälfte angelangt. Gegen einen Schwarzer Boss. Der Torwart von, wie alt war der nochmal? Der ist 40, ne? Ja, der Kerl ist eiskalt 40 Jahre alt. Ja, aber es ist ein Torwart. Die dürfen ruhig mal so alt sein. Oder mehr, ne? Oh, Lee! Lee, Alter, die. Und Vaysel. Das ist hier. Nicht Vaysel, das ist Vaysel. Psycho Vaysel. Ja. Habe ich dich gefunden, Bruder. Ja. Was machst du hier? Musst du nicht hier ein neues Album aufnehmen? Ach, keine Ahnung. Fitnessgarten gehen auch. Ein bisschen was weg. Stoke City. Ah. Ich mag Stoke City. Keine Ahnung warum, ich finde Stoke City unsympathisch. Ja. Na egal. Wie gesagt, wir sind jetzt bei der Hälfte angelangt. Gucken wir einfach mal, was wir hier sonst noch so rauskriegen. Mikkel. Okay, John Obi Mikkel. Leider kein Mann auf dem. Oh, 4-1-2-1-2. Ah. Den kriegen wir bestimmt für ein bisschen was weg. Hier, Pedo. Und Reed. Athena vor, Alter, was ist das denn? Wer sind die Leute überhaupt? Sind die in echt wirklich Trainer? So, Assistenztrainer oder wie? Oder sind das so ausgedachte Leute, die hier einfach nur mal Fame werden wollten? In denen ja auch so komische Kärtchen kommen. Ich kenne die gar nicht. Ich glaube aber, die sind auf jeden Fall nicht ausgedacht. Die gibt es auch im echten Leben. Und so, die sind wahrscheinlich wirklich Assistenztrainer. Co-Trainer. Nennt sie ihr wollt. So, ich denke, ich mache bis 1500 Punkte weiter und Diego Cavalieri. Letztes Jahr noch ein Silbertorwart. Und wow. Er ist aber aufgestiegen. Ne? Letztes Jahr war er noch Silber. Stark. Johan Elmander haben wir auch noch. Elmander! Naja, kommt leider diese Saison nicht so zu Zug. Aber so jetzt. Was ist das? Manager 433. Voll der Kopf. Manager 433. Was soll ich denn damit? Normale 433 geht da locker für 5k weg, aber was soll ich denn hiermit? Die ganzen Vertragskarten jetzt. Die gehen natürlich auch für 400 Münzen oder so weg und dafür kriegen wir auch noch was raus, aber trotzdem. Mein Ziel ist es jetzt nicht hier mit Vertragskarten reich zu werden. Dann wünsche ich mir lieber irgendeinen Spieler, um den ich dann irgendwann mal so ein Team drum bauen kann. Soldado war jetzt natürlich der Beste, aber Timo Soldado, das wollt ihr doch nicht sehen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Oh, wer ist das denn? Dirk Bürgitter. Den kenne ich. Suleimani, oh ja, Michalim Suleimani. Letztes Jahr, Choc Güzel, hab ich richtig gemocht. Sieht aus wie so eine wandelnde Leiche, dieser Felipe. Hey, Lazio. Lazio nehmen wir gerne. Es ist Lazio. Und was ist das? Stadion Comunale. Ja, komm, neues Stadion können wir uns auch nochmal gönnen, ne? Man gönnt sich ja sonst nicht schon wieder eine Managerkarte. Oh, Jesus Christ. Was? Eine Scheiße, kann ich ja nur sagen. Also die ganzen Vertragskarten werde ich dann verkaufen. Und Rise to Fame, Road to Glory versuche ich mal morgen zu bringen, dann auch direkt. Mit dem versprochenen Silberteam dann. Die kleinen extra Münzen hier, die wir haben, werden uns da sicherlich auch noch ganz gut tun. Aber gut. Zwei Packs machen wir jetzt noch auf. Und Muslera, hey, Fernando Muslera, geil, wieder ein Galatasaray-Spieler. Du bleibst sogar im Club, mein Freund, weil du einfach ein geiler Torwart bist. Ferrari. Der ging letztes Jahr richtig ab, Ferrari. Den hatte ich in meiner Road to Glory of TGN. Der war auch non-shiny, aber der ging sowas von ab, sag ich. Der war ohne Witz ein extrem guter Torwart. So, und mein Bronze. Mein großer Coach kriegt jetzt erstmal eine krasse Vertragskarte. Komm. Du hast ja deine Vertragsverlängerung verdient, Mann. Du leistest gute Arbeit hier mit deinem Bundesheer-Team. Warum nicht? Giracek weg mit. Wer ist Giracek? Wir haben noch hier von Wolfsburg zu den Norddeutschen. José Callejón. José Callejón. Hey, Soldado José Callejón, warum nicht? Die zwei, klar, Alejandro, der hat ja natürlich Pace.
Behalte ich mir mal im Hinterkopf. 4, 3, 1, 2, Halejon. Timo Halejon, meine Freunde. Jose Halejon. Wollt ihr sehen? Timo Halejon. Ich bin echt gespannt, ob ihr den Timo Halejon sehen wollen würdet. So. Und die grünen Kiffer-Hippie-Trikots gehen mal weg. Ja, und lieber benutze ich jetzt nochmal hier ein paar Vertragskarten. Anstatt dass ich sie wegschmeiße. Oder das ist gerade, weil auf den Tauschstart gehen sie ja jetzt leider nicht mehr. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Also, dieses Pack Opening lief dieses Mal nicht ganz so gut. Aber wir haben Soldado. Hey, Soldado, meine Freunde. Hier, Coach. Du bleibst sogar noch ein bisschen länger im Verein. Oh, danke schön. Da passt jetzt auch die Lache von dem. Na egal, ein bisschen Coins. Die FIFA Coins mussten wir jetzt natürlich auch ein bisschen loswerden, ne, weil. Ich denke mal, auf diesem Account werde ich das dann machen, wenn Team of the Season draußen ist. Ja, meine Freunde, ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ein kleiner Klick für euch mit einer großen Wirkung für mich. Und ansonsten, haut rein, macht's gut und bis bald. Und ciao, euer Finger.